Willkommen zu Fäusi Federal. Das ist der wöchentliche Tag vom Nebelspalter, hier aus dem Café Federal gegenüber vom Bundeshaus. Mein Gast heute ist der Balthasar Glättli, Zürcher Nationalrat, Präsident der Grünen und wahrscheinlich seit mehreren Monaten im Dauerhoch, weil seine Partei von Wahlsieg zu Wahlsieg rennt in den Kantonen wie fast keine andere Partei. Wie geht es so einem erfolgreichen Parteipräsident? Ja, zuerst einmal ist es natürlich eine Dankbarkeit, weil das nicht selbstverständlich ist. Wir haben ein historisches Resultat gehabt, also jetzt nicht für uns nur, sondern für die Schweiz. Es hat seit der Einführung des Proporz noch nie eine Partei so viel Sitz dazu gewonnen bei einer Wahl wie die Grünen im 2019. Und ich habe dann dort darf ich ja mitschaffen als Co-Wahlkampfleiter an diesem Erfolg. Ich habe aber nachher dann quasi die Rollen übernommen, gewechselt ins Parteipräsidium im Juni 2020 in einem Umstand, den niemand voraussehen konnte. Corona, ich war der erste virtuell gewählte Parteipräsident in der Schweiz. Und muss ganz offen sagen, dass ich auch sehr stark Zweifel hatte, wie jetzt quasi das ganz neue Generalthema Corona, das ja alles andere überstrahlt hat, wo quasi die ersten vier Seiten von jeder Zeitung sind immer Corona gewesen. Dass da damit in einem gewissen Sinn jetzt auch wie unsere Kernthemen in den Hintergrund kommen und da damit auch die Mobilisierung für die von den Wählerinnen und Wähler. Weil man muss ja ganz ehrlich sein, es ist natürlich ein Wahlerfolg immer etwas, wo ganz viel Engagement, jetzt nicht nur an der Spitze, sondern vor allem an der Basis da ist. Aber es ist natürlich auch, ich sage jetzt, Themenkonjunktur als Ganzes, die natürlich einem stärkt oder Rückenwind gibt oder Gegenwind gibt. Und für mich ist das grösste Positive, das ich konstatieren kann, nach knapp zwei Jahren Präsidium, ist, dass trotz einer Themenkonjunktur, wo eigentlich unser Kernthema nicht mehr zuvorderst ist, Klimakrise, zuerst wegen Corona, jetzt Ukraine-Krieg, so Sicherheitspolitik, da kann man sagen, gibt es noch einen energiepolitischen Aspekt, den wir natürlich auch spielen, aber ist nicht die Hauptsache. Ist nicht die Hauptsache. Im Moment kümmern wir sich um die Flüchtlinge, im Moment kümmern wir sich um die Weltordnung, um Fragen, hat man das zu friedlich eingeschätzt, was heisst das für das Militär etc. Und trotzdem machen wir vorwärts. Und das ist für mich, das zeigt mir, es gibt eine Art wie eine tiefe Bewegung, die uns weiterhin Erfolg gibt. Und das hat, glaube ich, auch mit den Sorgen der Menschen zu tun. Wenn man das anschaut, das Sorgenbarometer ist ja eine von wenigen Umfragen, wo man nicht muss sagen, ja, das Design ist jedes Mal geändert worden und darum kann man einfach so, man nimmt sie. Von der Credit Suisse. Es ist von der Credit Suisse, also in Auftrag gegeben. Genau. Von der Credit Suisse in Auftrag gegeben. Das Sorgenbarometer ist auch im Gegensatz zu anderen Umfragen eine Umfrage, die nur Stimm- und Wahlberechtigte adressiert, nicht quasi die ganze Bevölkerung, also nur die wirklich dann wählen können. Und dort sieht man im letzten, also die letzte Variante, die letzte Version, die rausgekommen ist, sieht man, dass die Sorge um die Umwelt und das Klima quasi massivst zugenommen hat in den letzten zwei Jahren, und zwar das während der Corona-Zeit. Also man ist quasi, die Klimasorge ist immer noch etwa gleich hoch, wie die Corona-Sorge da war. Und das ist etwas, wo lange Jahre nicht der Fall war und sogar, es war sogar tiefer als zu den Wahlen 2019. Für mich ist das etwas, das zeigt, okay, wir haben es geschafft, quasi wie, dass wir schon länger sagen, dass das die Herausforderung dieses Jahrhunderts ist. Eigentlich die grösste politische Herausforderung. Wie dass man sie lösen wollen, da haben alle Parteien unterschiedliche Ansätze. Aber, da kommen wir noch drauf. Oder? Aber dass man das ins Zentrum muss stellen muss, dass das nicht so ein Nice-to-have noch, wenn man gerade nichts anderes tut, sondern dass das Fundament ist, dass das bei den Leuten sehr stark gestützt ist. Aber interessant finde ich ja, dass die Klimabewegung hat ja ein Problem. Ihre Demos werden immer kleiner. Diese Woche letzten Freitag war eine Demonstration hier in Bern. Und ich war eigentlich überrascht, wie wenig Leute das anzieht. Aber bei Ihnen ändert die Mobilisierung offenbar nichts. Wie geht das auseinander? Also ich denke, es wird schon sich auch ein bisschen zeigen, wenn jetzt wirklich so ein bisschen die Corona-Situation abflaut. So Demos haben ja jetzt in den letzten zwei Jahren definitiv nicht Hochkonjunktur gehabt, mit Ausnahme von denen, die gegen das Maskentragen demonstriert haben. Und sonst alle, die etwas vorsichtiger unterwegs waren, sind in erster Linie mal nicht, sind nicht auf die Straße gegangen. Aber ich glaube schon auch, dass es natürlich eine gewisse Erschöpfung gibt. Hat natürlich etwas damit zu tun, dass auch in dieser
man kann nicht dauernd im Panikmodus sein. Also, ja. Also man einfach kann von Krise reden. Also von, wie soll ich sagen, Krise ist ja, hat ja wie zwei Bedeutungen. Die ursprüngliche sprachliche ist eigentlich nicht eine Periode, sondern der Wendepunkt, der Moment, wo es umschlägt. Und ich glaube, dass wie wir uns Grünen jetzt mehr zutraut, dass wir die sind, die wirklich für einen Umschlag können verantwortlich sein. Also, dass man nicht nur vom Problem redet, von der Angst redet, sondern von den Lösungen. Und das ist auch letztlich unsere Aufgabe. Also, der grösste Partei von diesem Land wirf ich immer wieder vor, dass sie primär Probleme bewirtschaftet und nicht Lösungen in den Vordergrund stellt. Das ist etwas, wo ich glaube, Und das würden Sie der Klimabewegung auch ein bisschen vorwerfen? Ja, die Klimabewegung hat sehr lange ja auch eigentlich das ganz explizit so gemacht. Sie hat quasi gesagt, wir sind die Menschen, die jetzt direkt betroffen sind von dieser Scheiße, von dem Erbe, das ihr quasi da uns mitgebt. Eine kaputte Erde und es wird immer heißer. Und macht etwas. Also sie haben sehr lange echt Politik adressiert, als ihr müsst machen. Wir sind nicht die Erwachsenen. Wir sind also gerade die Klimajugendlichen. Die Klimabewegung ist viel mehr als die Klimajugendlichen. Klar. Aber sie haben adressiert Politik quasi. Und im Sinne von. Also ihre Kritik war auch, die Erwachsenen sind nicht erwachsen. Die Erwachsenen machen nicht das, was Erwachsene müssten machen, nämlich eine verantwortungsvolle Politik. Und dann hat, das muss man also respektieren, das hat dann auch innerhalb von der ganzen Corona-Situation dann viel weniger Beachtung gefunden. Dann sind sie dann irgendwann gesagt, die bringen es nicht, es läuft nicht genug. Wir machen selber etwas. Wir machen etwas, haben den Climate Action Plan gemacht, wo sie mit Wissenschaftlern zusammengeschafft haben, wo sie ein ganz breites, auch gesellschaftspolitisches auch Transformationskonzept angebracht haben. Aber mit dem sind sie quasi wie auch natürlich in die Breite gegangen und haben quasi wie auf der Ebene, welche Lösungen gibt es. Und dort wird man nachher, glaube ich, das ist vielleicht unfair gegenüber der Arbeit, die dort gemacht worden ist, aber dort wird man dann wie weniger ernst genommen, wenn man nicht selber auch mit am Schalthebel sitzt, dort, wo die Entscheidungen... Im Unterschied zu euch. Und wir sind die, die dann quasi das rein transportieren müssen. Und darum sind auch die, die jetzt quasi finden, okay, ich mag nicht mehr ja, quasi jeden Freitag auf die Straße oder einmal im Monat, oder, sondern aber die sagen, hey, aber es muss doch irgendwann in dem Apparat auch sich etwas ändern, in der offiziellen Politik. Und darum, ich glaube, von dem leben wir, dass wir uns das zutraut. Ja. Über Klimapolitik reden wir noch. Ich will zuerst noch über Ihre Wahlerfolge noch ein bisschen vertiefen. Und zwar, meistens gewinnen Sie auf Kosten von der SP. Eigentlich immer, oder? Man kann das... Es gibt auch Studien dazu bereits und so. Ich meine, warum? Was macht sie denn besser? Auch die SP macht Vorschläge in der Klimapolitik, aber irgendwie kommt das weniger an, zur Verzweiflung von Sozialdemokraten. Also, dass es im Moment einfacher ist, grüner Präsident zu sein, als im Co-Präsident von der SP, das ist klar. Ich muss auch sagen, ich kenne das ja umgekehrt, dass ich bis in den Anfang 90er Jahren bin, ich bin den Grünen dabei. 1987 haben wir das letzte Mal so eine riesen Welle gehabt. Genau. Und dann, 90er Jahre sind hart für die Grünen. Also ich weiss, wie es ist, wenn man nicht nur eine Legislatur, sondern zwei oder drei immer verliert. Und das ist nicht etwas Lustiges. Und darum hoffe ich natürlich auch, dass das nicht jetzt das ist, wo irgendwie... Der SP irgendwo droht, sondern dass das jetzt eine gewisse Formschwäche ist. Das Zweite, ich mache bei quasi Wählerstromanalyse per Daumen in die Luft immer ein bisschen ein Fragezeichen. Also Wählerstromanalyse sind ja die, die sagen, wo sind die Wähler vorher gewesen und wo sind sie neu? Sind sie hat die Partei auch vielleicht neu mobilisiert, hat andere demobilisiert, etc. Und was ich weiss, die einzige, ein bisschen seriösere Wählerstromanalyse, die ich kenne, aber eben ich halte nicht viel davon, sind nicht so simpel, dass sie einfach sagen, okay, weil die SP 2,5% verloren hat und wir 3% gewonnen haben, sind die Wähler von da nach da gegangen. Sondern, nein, so geht es natürlich nicht. Sondern es sind...
Ich denke, die SP verliert im Moment sicher Wählerinnen in die Demobilisierung und sie verliert an die Grünliberalen und sie verliert an die Grünen. Mhm. Und umgekehrt sind ja auch die anderen Parteien sind ja auch alle am Verlieren. Also wenn man jetzt das so quasi die gewichteten Kantonsresultate schaut von den letzten zwei Jahren, dann sind alle anderen Parteien auch irgendwie mit minus 1,1, 1,2%. Die Grünliberalen. Und die Grünliberalen und wir, die sind vorne. Das heisst, es verlieren auch andere. Und für mich ist dort so ein bisschen die Frage, eben, dort sagt ja auch niemand, okay, es sind jetzt die SVPler, die jetzt grünliberal wählen. Man müsste ja, wenn man quasi die gleiche Arithmetik möchte, müsste man ja sagen, okay, die 3x1,1% bürgerlich, die wählen jetzt alle grünliberal. Das glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt eine Verschiebung vielleicht weg von der SVP hin zu den Freisinnigen. Es gibt eine Verschiebung von den Freisinnigen hin zu den Grünliberalen. Also das ist dann ein bisschen komplizierter als aber die Mathematik. Aber was machen Sie besser als die SP? Zum Beispiel als ihre Kernthemen? Oder ist es nur ein Thema Konjunktur? Ich glaube, wir sind einfach für die finden, dass Klimaerhitzung und eine neue Wirtschaft, die sich aus der fossilen Abhängigkeit befreit, dass das quasi ein Kernthema muss sein. Da gibt es einfach niemanden, der glaubwürdiger ist, weil wir das schon. Also wir haben schon. Die Frage vom Original und von der Kopie. Ja, und auch von den Prioritäten intern. Mhm. Also ich mag mich erinnern, wir haben 2.0. Von der Geschichte. Ja, natürlich vom Namen. Und wir haben zum Beispiel 2.07, mag ich mich erinnern. Ich war dort involviert in die Kampagnenführung, damals im Kanton Zürich. Wir haben Plakate gehängt, wo wir geschrieben haben, Klimawahl. Also, und ich glaube, unsere Glaubwürdigkeit kommt daher, dass man uns zutraut, dass wir es wirklich ernst meinen und nicht nur segeln auf dem Thema, weil wir das Thema schon bearbeitet haben, da wo es nicht sexy war, da wo es keinen Wählergewinn gebracht hat, da wo es nicht im Trend war. Da, wo es noch nicht so fest im Bewusstsein war von vielen Leuten. Und das gibt uns die Glaubwürdigkeit. Und ich glaube, das ist, Glaubwürdigkeit ist etwas, wo man schlecht mit Aktivismus kurzfristig kann erarbeiten. Das ist politisches Kapital am Schluss. Genau. Oder? Jetzt gibt es die These auch diese Woche von Michael Herrmann geäussert im Tagesanzeiger, dass die grüne Welle abebbe, weil ihre Zuwachs in Bern, in der Watt, nicht mehr so gross war wie bei anderen Wahlen. Und kurz darauf aber der Claude Lanchant, der sagt, ja, der Linksrutsch sei vorbei, die Grünliberalen können mehr als die Grünen. So ein bisschen noch mit Ausrufezeichen. Also, teilen Sie die These, dass es abebbt und dass es vielleicht auf 2023 wieder schwieriger wird? Also, es gibt ja grundsätzlich so ein bisschen die These, die sagt, eigentlich so die ersten zwei Jahre nach Parlamentswahlen. Nach nationalen Parlamentswahlen sind ein bisschen wie noch ein Nachvollzug und dann gibt es quasi wie die neue Konstellation, die sich formiert. Und wenn man das so würde lesen, dann kann man natürlich sagen, dann kommt wie der Bewährungstest kommt erst. Oder? Auf der anderen Seite habe ich wie das Gefühl, dass jetzt der Corona-Break so ein massiver Break war, dass ich das Gefühl habe, eine Art, die neue Konstellation hat sich viel früher eigentlich schon formiert, hat sich aufgezwungen. Also quasi, man hat zwei Jahre lang hat man eigentlich nur von Corona geredet, fast nur. Und das ist, von dem her bin ich ein bisschen weniger pessimistisch, aber ich muss auch sagen, also meine Aufgabe als Parteipräsident ist natürlich nicht einfach nur allen auf die Schulter zu klopfen, sondern vor allem zu sagen, es braucht noch ein bisschen mehr Anstrengungen. Also das dürfte ein bisschen mehr sein. Es braucht auch, also das Schlimmste ist Selbstgefälligkeit in einer Partei, wenn man quasi das Gefühl hat, der Erfolg kommt sowieso. Das Schlimmste ist quasi, ich sage jetzt auch Saturiertheit, eine gewisse, dass man sagt, ja, okay, jetzt haben wir halt 2% vorwärts gemacht und nicht 3% ist ja auch gut. Natürlich darf man sich freuen. Ich bin jetzt nicht so, wie man es Christoph Blocher irgendwie so anekdotisch erzählt. Zum Teil sogar, er hätte können, ich glaube sogar in einem Kommentar von Ihnen haben Sie das letztens erwähnt. Aber das ist ja, also im Kanton Zürich ist das ja legendär. Also das mag ich mich noch erinnern selber. Jetzt nicht erst nur durch die Erinnerung. Dass quasi
überall hat man Erfolg und nachher werden alle aufgerufen an einer Mitgliederversammlung und die, die nur 7% vorwärts gemacht haben, werden zusammengestaucht, oder? Und am Schluss ist noch die, die wirklich am allerbesten abgeschnitten haben, die rufen wir dann nicht auf, oder? Weil dem müssen wir ja etwas Positives sagen, oder? Also, ja. Und ich bin natürlich nicht so. Ich find bei aller Liebe zum Protestantismus, aber man darf auch mal Danke sagen. Also ich finde jetzt ja. Unseren Wählerinnen und auch unseren Engagierten, die in schwierigen Bedingungen, aber das heisst nicht, dass man selbstgefällig werden darf. Und zwar einfach ganz simpel aus dem Grund, weil wir haben einen riesen Erfolg gehabt und das ist noch nicht genug, dass wir genug Einfluss haben können, damit wir wirklich können, auch im Parlament, die Weichen anders stellen. Es gibt gewisse Felder, interessanterweise ausserhalb jetzt von der Klimapolitik im engeren Sinn, wo uns das in den letzten 2 Jahren gelungen ist. Also ein Beispiel. Wir haben eine Initiative gehabt, Grüne Wirtschaft, die hat eigentlich auf das Paradigma von der Kreislaufwirtschaft abzielt. Also, dass man aus dem Umweltschutz von den 80er Jahren in den Umweltschutz von den 2000er Jahren geht. Der Umweltschutz von den 80er Jahren war, man sagt, man verbietet, welche Gifte in die Natur hineingehen. Konservieren, sozusagen. Bewahren einerseits und bezüglich der Stoffflüsse sagen, was ist verboten. Also jetzt kein Phosphat mehr, irgendwie ein Waschmittel oder so. Und interessanterweise, andere Länder, die EU als Ganzes, die haben schon länger irgendwie ein neues Paradigma, dass sie sagen, wichtig ist quasi, dass Rohstoffe erhalten werden, im Kreislauf drin bleiben, dass man nicht quasi Abfall produziert, sondern das sind auch wieder Wertstoffe. Das hat mit der Energie, aber mit der Materialität der Rohstoffe vor allem zu tun, wo wir eine sehr hohe Abhängigkeit haben von wenigen Orten, wo in der Welt... Das ist hoch gescheitert. Und nachdem sie irgendwie die ersten Umfragen super und wie dann immer, also die Fletsche in die Wand, oder? Also das hat man dann Mühe gehabt, noch schön zu reden. Also, der übliche Achtungserfolg, oder? Amix, wo man dann davor redet. Wir haben verloren. Ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf. Aber... Ja, also ich wollte sie nicht erinnern. Gut, dann nehmen wir sie. Es hat, glaube ich, Sydney. Nein, hat, glaube ich, Sydney gehabt. Aber ist ja gleich. Was? Nein, aber... also ich meine, wir sind irgendwo bei, wir sind um die 40% rum gewesen, oder? Also immerhin, ich nehme es zu. Aber das ist nicht die grün-liberale Mehrwertsteuer... Abstimmung von 20... Das ist dann wirklich... Ja. Aber wir haben verloren. Also wir haben... Und die Verwaltung macht ja gleich weiter. Diskussionslos verloren. Nein, und dann haben wir angefangen zu arbeiten und haben das in Päckchen aufgeteilt. Und haben in der Umweltkommission jetzt in den letzten 2 Jahren zu ganz vielen Aspekten, wo wir echt dann so amigs tot mal als Beispiel, was würde die Initiative bewirken, im Bereich Kreislaufwirtschaft haben wir Kommissionsvorstöße. Können Sie das einmal den Bürgerlichen erzählen? Weil das ist ja, die Bürgerlichen machen das nie. Oder? Das ist ja grossartig, wie Sie das können. Sie verlieren hoch und bringen es dann einfach im Päckchen wieder. Ja. Und es kommt immer durch. Es ist wahnsinnig. Ja, das ist, wenn man überzeugend ist. Nein, es hat ja damit zu tun, dass es dann, wenn man sie in einzelne Pack rein... Ist es verdaulich? Dann ist es A, verdaulich. Und es hat dann auch quasi, man redet dann nicht, ich sage jetzt mal, von der ideologischen oder von der ideellen Grundausrichtung, was er dann wie so, die wollen jetzt die ganze Wirtschaft umbauen. Gibt sofort Widerstand, oder? Hingegen, wenn man dann davor redet, wir müssen doch die Effizienz, wie wir mit diesen Rohstoffen umgehen, da kann man dann auch Beispiele nehmen, wo ja die Wirtschaft selber manchmal auch schon vorwärts macht, weil es ökonomisch Sinn macht. Und das oder etwas anderes, dass wir quasi die berühmte parlamentarische Initiative Giro, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen den Zubau von der neuen Erneuerbaren, den müssen wir stärker vorantreiben. Und dann quasi, im letzten Sommer, das ist durchgeflutscht gegen ein paar wenige SVP-Stimmen, aber im Prinzip quasi der ganze Rat hat ja gestimmt. Und das sind schon auch dann ganz konkrete Erfolge. Aber eben beim Klima dort ist natürlich gerade mit dem Nein zum CO2-Gesetz mit dem Wechsel im Präsidium von Freisinn ist natürlich ein Abbiegen. Und das ist schon etwas, wo ich... Sie haben ja gefragt, kann man zufrieden sein? Ist jetzt die Wähler so ein bisschen am Abflauen?
wo ich nicht kann, mir den Luxus erlauben als grüner Präsident und sagen, wir dürfen zufrieden sein, wenn wir 3 oder 4% mehr machen. Also, Sie machen vielleicht nochmal 3 oder 4% mehr 2023 und dann muss ich die Frage stellen. Ich meine, dann haben Sie Anspruch auf den Bundesratssitz. Und wenn die SP verliert, haben Sie den Anspruch auf Kosten von der SP. Und das sieht im Moment so aus. Lange hat es anders ausgesehen, die FDP hat sich aber stabilisiert. Was machen Sie denn? Sagen Sie, jawohl, wir wollen den Sitz. Also Sie haben da ist ein Platz frei. Sie haben, ja, da sehen wir schöne, die sehen alle ein bisschen. Aber da könnte. Dort hat es noch einen leeren, gut, das ist super. Sie haben es jetzt richtig vor mir gesagt. Sie machen 3-4% mehr und dann muss ich die Frage stellen. Dann kann ich Ihnen als Antwort geben. Dann beantworte ich Ihnen die Frage auch, beantworten, wenn wir die 3-4% mehr gemacht haben. Sie haben ja schon mal probiert, eine Bundesrätin, die Regula Ritz, reinzubringen. Das ist ein Fiasko geworden. Und für mich ist ja klar, das Fiasko, das wollen Sie nicht mehr. Sie können auch nicht jemanden verheizen und so. Aber wenn Sie wirklich noch mal zulegen, dann liegt das völlig auf der Hand. Und meine, ist mir klar, dass Sie es jetzt nicht sagen. Aber Sie müssen antreten. Auch, wie Sie haben ja vorhin gesagt, wir wollen mehr Einfluss. Wir wollen Verantwortung, ja. Wir wollen am Schluss wirklich auch etwas ändern. Sind Sie auch Ihren Wählern schuldig? Oder? Absolut. Man kann nicht ewig gewinnen und dann nichts bewirken und nicht in die Regierung gehen. Sie müssen eigentlich. Natürlich, also als Grüne haben wir den Anspruch, wie wir das in vielen Kantonen auch machen, wie wir das in vielen Gemeinden, in Städten machen, dass wir mittragen an dieser Exekutivverantwortung. Mhm. Ich sage es auch immer noch so, es ist auch nicht nur unser Interesse, das hat ja jede Partei möglichst viel Einfluss zu haben, sondern es ist auch eine Frage, ich sage jetzt, von der demokratischen Verankerung vom Bundesrat. Eigentlich muss man ja ein bisschen Geschichte zurück. Die sogenannte Zauberformel, die ist ja eingeführt worden als politische Reaktion darauf, dass man gesagt hat, für die Stabilität von dem Land ist es zentral, dass nicht ganz grosse Gruppen von Wählerinnen und Wählern massiv nicht oder untervertreten sind. 1959. Genau. 1959 ist die sogenannte Zauberformel eingeführt worden. Und natürlich, man hat sich immer dann wieder darüber gestritten, was jetzt genau die Zauberformel ist. Das hat Antonio Hotschers einmal, als mein Vorgänger als Fraktionspräsident, im Elfi oder so, hat er das mal so gesagt: Il n'y a pas de concordance sur la concordance. Also, es gibt kein gemeinsames Verständnis, was eigentlich Konkordanz und auch Zauberformel heisst. Das sieht man jetzt auch, weil jeder also da das Modell diskutieren ist ja eine Lieblingsdisziplin von Medienschaffenden und von Parteipräsidenten. Und trotzdem bin ich ganz klar der Meinung, es ist für unsere Demokratie schlecht, wenn ich sage jetzt mal 30% der Leute sich nicht eingebunden fühlen in die nationale, in die gesamtschweizerische Regierung. Und ich glaube, das ist ja, von dem her haben wir eine Verantwortung für unsere Wählerinnen, für unsere Anliegen, aber letztlich auch für die Demokratie. Ja, wir werden wieder antreten, aber was ganz viel Beobachter immer nicht genug gewichtet ist, solange das Kartell von der Macht untereinander verhebt, wird für niemand Neues ein Sitz frei. Also, wenn die jetzt ihre Sitze besetzen, ihre 7 Sitze haben, 2-2-2-1, wenn die einfach sagen, die Schweiz hat gewählt, kümmert uns wenig, dann haben die weiterhin die grosse, super absolute Mehrheit im Wahlkörper, im Parlament und können das durchziehen. Mhm. Und darum sage ich, echt die erste und die wichtigste und entscheidendste Weiche, eben die tut sich dann überhaupt bei diesen Wahlen erstellen. Da, wir können uns nichts kaufen. Nichts kaufen von diesen Erfolg, die wir jetzt in den Kantonen haben, wenn sich das nicht auch transformiert dann in einen Erfolg 2023. Das Kartell der Macht verhebt. Sie haben jetzt so ein bisschen darauf hingewiesen, wenn niemand zurücktritt. Oder? Aber ich spüre heraus, verhebt es dann inhaltlich? Wahrscheinlich aus Ihrer Sicht. Also aus meiner Sicht, sage ich jetzt mal so, habe ich das Gefühl, dass der Bundesrat, wenn man so verschiedene strategische Führungsorgane anschaut, die nicht das stärkste strategische Führungsorgan ist, das wir momentan in der Schweiz haben. Ich finde, also so Beispiel, ich habe das Gefühl gehabt,
bei allem, was man kann sagen, unter dem Strich hat man sich ja auch nicht nur schlecht geschlagen in dieser Corona-Zeit. Mhm. Und trotzdem, also ich finde auch, man muss immer betonen, sage ich, dass mein Bruder lebt in Österreich und ich habe das, also ich wehre mich zum Beispiel dagegen, dass man sagt, ja, es hat einen Lockdown gegeben. Nein, wir haben nie einen Lockdown. In der Schweiz hat es nie einen Lockdown. Wir haben einen Shutdown gehabt, genau. Aber wir haben keine, also mein Bruder ist quasi, man ist in der Wohnung eingesperrt gewesen, und wenn man hat wollen raus, dann hat man einen Zettel nehmen und draufschreiben, wenn warum? Man aus dem Haus ist und warum. Hund oder Einkauf oder Doktorbesuch, so quasi. Und dann, also von dem her, man hat da einen Weg gefunden. Ich habe öfters einmal ein bisschen kritisiert, weil ich es zum Teil sogar zu wenig vorsichtig gefunden habe in der Schweiz. Aber trotzdem, dass man diesen Weg am Schluss gefunden hat, habe ich auch das Gefühl gehabt, man hat nicht. Man hat ein bisschen der Opinion publik hinterher regiert. Mhm. Also, Gouverneur c'est prévoir heisst es ja eigentlich. Also, so ein bisschen in die nächste oder sogar in die übernächste Geländekammer schauen, ist echt das, was man von einer Regierung erwartet. Und gerade dann, wenn es im Sturm ist, halt dann sagen, okay, es ist jetzt. Und hat das geklappt? Und das habe ich das Gefühl, das hat man nicht gemacht. Mhm. Sondern man hat immer abgewartet, bis der öffentliche Druck in die eine Öffnung oder in die andere Schlüssigrichtung quasi da war. Und dann hat man nachvollzogen. Mhm. Man hat dort, wo man. Und das würden Grüne nicht machen? Also, ich glaube, dass für die grossen Fragen braucht es auch ein bisschen strategische Entschiedenheit. Und das ist das, was ich vom Bundesrat erwarte. Also man könnte, das kann man ja nicht erwarten von einem Parlament. Das Parlament ist fragmentiert, 246 Leute. Also da kann man nicht eine gemeinsame Strategie entwickeln. Genau. Die Idee vom Bundesrat und von dieser Zusammensetzung auch aus mehreren Parteien ist ja genau, dass dort ein Amalgam ist, wo man zusammenkommt und ich sage, mit unseren unterschiedlichen Rucksäcken, politischen Werthaltungen, Erwartungen von der eigenen Wählerinnenschaft, die man kennt. Wir schauen zusammen, was ist für das öffentliche Wohl das Richtige. Mhm. Und ich sage jetzt mal, ohne Ansehen, ob einem das in den Umfragen im Moment gerade irgendwo 2% mehr oder weniger gibt. Mhm. Und das vermisse ich. Ich vermisse das Insta. Also, man hat das jahrelang vor sich hin quasi mit sich herumgeschleppt, vor sich hin geschoben. Dann hat es den berühmten Reset gegeben. Jetzt kann man dafür oder dagegen sein. Also, ich finde politisch das absolut falsch, aber man kann das ja auch anders sehen. Was man nicht kann, finde ich, ist als Bundesrat in einer Art und Weise die Tür zuschlagen und keinen Plan B haben. Also man hat ja den Moment selber definiert. Es ist nicht etwas, was von außen passiert ist und man gesagt hat, dann quasi jetzt muss man an dem Mittwoch den Entscheid treffen, sondern man hat das und dann ist es quasi, es ist 3/4 Jahr gegangen, bis man irgendetwas wagt, jetzt gehört hat, was quasi der Plan B ist vom Bundesrat. Ich verstanden habe ich wirklich noch nicht ganz ehrlich, aber das ist halt schwierig, bin ich jetzt dumm. Also das kann ja sein, aber das ist strategisch verwerflich, wenn man quasi die Schweiz in einer wirtschaftspolitisch und aber auch darüber aus, allianzpolitisch, ganz schwierige Lage bringt, aber kein Konzept hat, wie man darauf reagiert. Wenn man jetzt schaut, Ukraine. Also ich meine, wir Grünen, wir haben keinen Zugriff auf die Ressourcen vom Nachrichtendienst. Mhm. Wir haben nicht eine ganze Abteilung Völkerrecht. Wir haben keine irgendwie Bundeskanzlei, die uns hilft, uns zu sortieren. Und trotzdem haben wir es geschafft, am Dienstag, also 2 Tage vor dem Einmarsch, eine Analyse von Kurzi zu machen, zu sagen, warum wir die Sanktionen fordern, warum das schnell und rasch muss passieren und auch uns vorher überlegt, ja, wie ist das mit der Neutralität vereinbar oder nicht. Der Bundesrat ist an dem 24. In der berühmtesten, peinlichsten Pressekonferenz ever, die ich miterlebt habe, also ich habe sie per Video verfolgt, eine Stunde lang quasi, also hat man da ein paar Spitzenbeamte innen bröteln lassen, die nicht gewusst haben, was sie sagen wollen. Und das ist strategisches Führungsversagen. Ich finde, man kann ja sagen, es gibt diese Haltung oder eine andere Haltung. Mhm. Was nicht geht,
ist, dass man im Angesicht einer Krise quasi überrascht ist. Ja, jetzt müssen wir noch über Klimapolitik konkret reden. Sie haben es vorher angetönt, nach dem Nein zum CO2-Gesetz war es eine Schockstarre eine Weile. Jetzt war die Gletscherinitiative im Parlament. Sie waren Mitinitiant von der. Wir haben einen direkten Gegenvorschlag gemacht. Aber glaube ich, noch viel wichtiger ist der indirekte Gegenvorschlag, ja, den man jetzt daran schafft. Und meine Frage wäre eigentlich, was sagen Sie als Initiant von der Gletscherinitiative, was muss dort in diesem indirekten Vorschlag auf Gesetzesebene, der also schneller kommt, was muss dort mindestens drin, dass Sie als Initiant zufrieden sind? Unter dem Strich muss dort drin eigentlich das Ziel erfüllt werden, nämlich dass man weiss, okay, man kommt auf einen mindestens linearen Absenkpfad von diesen CO2-Emissionen. Das ist quasi wie übergeordnet. Also weil der Vorteil, und wo wir auch bereit wären, als Initiantinnen und Initianten quasi die Initiative zurückzuziehen für eben ein Gesetz, das dann sofort in Kraft tritt, ist ja, dass es schnell geht. Aber wenn es schnell geht, dann darf das nicht erkauft werden, indem es zu wenig geht. Und das andere ist, dass man aber jetzt im Moment in dieser Kommission am Diskutieren ist. Es gibt ein Projekt, das konkret vorgelegt ist. Und ich sage es jetzt mal so, ich darf das Kommissionsgeheimnis nicht brechen, ich kann jetzt darum nicht über die einzelnen Elemente sagen, aber ich habe das Gefühl, wenn das so, wie es im Moment präsentiert worden ist, auch von der Verwaltung ausgeschafft, aufgrund von Anweisungen aus der Kommission, wenn das so eigentlich als Gesamtpaket könnte Mehrheit finden. Auch im Ständerat? Ja. Also zuerst mal in der Kommission, ja. Und dann im Rat, im National und dann im Ständerat. Dann würde ich persönlich mich mit sehr viel Engagement dafür einsetzen, dass man dann die Initiative zurückzieht, respektive, das ist ja dann ein sogenannter bedingter Rückzug. Genau. Gesagt, wenn dann das Gesetz in Kraft tritt, also wenn es nicht ein Referendum gibt, oder falls es ein Referendum gibt, wenn das gescheitert ist, wenn das Gesetz in Kraft tritt, dann ist da damit das Anliegen von der Initiative erfüllt. Jetzt, man hört ja ein bisschen, was für Ideen, ob sie jetzt drin sind oder nicht. Das eben, dürfen Sie nicht sagen, aber gleich, es geht ja dann wieder ums Gleiche, um einen Aufschlag aufs Benzin, vielleicht eine Solarpflicht bei Häusern, eine Sanierungspflicht, Verbot von Elektroheizungen. Man kann nicht die Welt völlig neu erfinden. Aber das sind ja alles Sachen, die vor einem Jahr gescheitert sind. Also am Schluss kann man ja wie das Fell von Bern nicht waschen, ohne dass man es nass macht. Das ist ja wie so, okay. Am Schluss sind es konkrete Massnahmen. Mhm. Wo, also Klimaschutz tut man nicht, und das ist ja, wie soll ich sagen, das ist ja der Punkt, warum dann eben eigentlich ein Gesetz mit Massnahmen auch muss am Schluss sowieso resultieren. Klima schützt man nicht, indem man sich Ziel setzt, sondern indem man Massnahmen hat. Und ich finde jetzt zum Beispiel Elektroheizung ist natürlich ein Thema. Also man redet jetzt nicht nur unter Klimaaspekt, sondern unter Stromversorgungssicherheitsaspekt redet man davon, dass man sagt, okay, wir haben laut ElCom unter ein sehr pessimistisches Szenario, hat man irgendwie 2025 ein gewisses Loch. Jetzt kann man sagen, wenn man jetzt Marktwirtschaftler ist, dann kann man sagen, es kann nie Stromlücke geben, weil also, das ist eine Frage von Angebot und Nachfrage und die Idee, dass man einfach jede Nachfrage muss bedienen und dann noch zu einem gesetzten Preis. Das ist eigentlich eher Kommunismus als freie Marktwirtschaft. Das ist richtig. Das verwundert mich dann auch immer, wenn es von der SVP vor allem kommt. Oder? Also so, wenn man so quasi sagt, ja, also es muss quasi wie ein staatlich garantierter Maximalpreis geben. Energiepolitik ist kein Markt, das stimmt, oder kein normaler Markt, sagen wir es mal so. Es ist auch ein pseudo-private Veranstaltung, weil ja die Stromkonzerne, die sind ja die Kantone. Gehören alle den Gemeinden, Kantone und so weiter. Und das soll man, das darf man auch sagen. Und entsprechend kann man aber auch sagen, man muss miteinander reden. Mhm. Und man kann auch, man darf vielleicht ein bisschen tiefere Eingriffe machen, als man sonst mich, selbst als wenn man jetzt auf der marktwirtschaftlichen Seite ist. Das heisst, man muss sicher schauen, die Optimierung von der Bewirtschaftung, das wird ja jetzt diskutiert, von der Stausee, dass man quasi die Alpenbatterien... Genau. Aber, und jetzt auf die Elektroheizungen zurück, wenn man das anschaut, das ElCom quasi Worst-Case-Szenario, das kann man jetzt entweder ändern, indem man massiv zusätzlich produziert, oder man könnte es ändern, indem man schaut, dass man innerhalb von 5-6 Jahren die Elektroheizungen ablöst, die Elektrowiderstandsheizungen. Weil das ist die gleiche Strommenge, und zwar im Winter. 2 Terawattstunden. Im Winter.
Im Winter. Mhm. Also dann, wenn man sagt, eben Solar bringt weniger. Dann muss man heizen. Genau. Dann muss man auch heizen. Und das heizen wir jetzt mit Strom. Ja. Und das heisst, das kann man, also man kann entweder zubauen oder man kann weniger verschwenden, mhm, weil Strom, also Stromwiderstand. Wir müssen beides machen. Aber wenn wir dort schauen müssen, dass die Transformation schneller kommt. Mhm. Die Frage, die wir sagen ja parallel dazu, sind wir jetzt mit der SP zusammen. Das ist auch, das ist revolutionär. Es hat es noch nie gegeben, dass zwei politische Parteien gemeinsam. Das ist die höchste Form von Anerkennung für die Grünen wahrscheinlich. Ich dass man zusammen Initiativen macht, sozusagen, das ist also wahnsinnig. Also, wenn das anerkennen, also Anerkennung, die höchste Anerkennung wäre, wenn die Initiative nachher 60% Mehrheit an der Urne findet. Ja. Nein, aber wo wir auch sagen, man muss mehr investieren. Also es geht auch darum, dass man natürlich die Leute in die Investitionen auch mitnimmt. Oder? Dass man, wenn man vorher früher einmal quasi wie Anreiz gesetzt hat, dass man auf eine bestimmte Technik setzt, das hat ja, das ist ja nicht von allein, die Leute haben nicht einfach von allein Stromheizungen nicht. Das ist auch etwas Idiotisches, das macht niemand von sich, sondern das hat man auch begünstigt, mit sehr günstigen Tarifen zum Beispiel. Und dem kann man ja nicht jetzt to put the blame quasi on the shoulder of the individual. Man kann nicht sagen, nachdem man vorher Politik gemacht hat, mach doch das, wäre gut, dann kann man unseren Atomstrom quasi verbröten dort. Und dann muss man natürlich jetzt sagen, okay, jetzt nehmen wir dich an der Hand, wir unterstützen auch die Transformation als Gesellschaft. Und das ist unter dem Strich billiger, als wenn wir jetzt überall neue Staumauern bauen. Und darum braucht es solche Massnahmen, glaube ich, ganz klar. Auch, wir dürfen nicht neue Stranded Assets produzieren. Also, wenn man jetzt etwas neu baut oder wenn man jetzt etwas ersetzt, eine Heizung, dann darf es zum Beispiel nicht mehr fossile Heizung sein. Und das kann mehrheitsfähig sein. Aber das vor einem Jahr ist das alles gescheitert. Also im letzten November, 28. November 2021, haben wir im Kanton Zürich abgestimmt über ein Energiegesetz, eingebracht von Martin Neukomm, unserem grünen Regierungsrat, Baudirektor. Und wir haben über 60% Zustimmung gehabt, also wir haben quasi fast zwei Drittel Zustimmung. Und in jedem Bezirk des Kantons Zürich, also auch in den ländlichsten SVP-lastigen Bezirken, haben wir das durchgebracht und das ist de facto ein Heizöl, ein Ölheizungs- oder Gasheizungsverbot mit einer Härtefallklausel. Also man sagt, wenn es wirklich ganz viel mehr kostet, okay, dann machen wir eine Ausnahme. Das werden ein paar Dutzend sein, finde ich, ist clever gewesen, dass man quasi den Widerstand rausgenommen hat, gesagt, wenn es jetzt wirklich aus ganz spezifischen Gründen da ganz viel teurer ist, okay, aber in der Breite ist es ein Ölheizungsverbot. Verbot. Und das ist richtig so. Es kann nicht sein, dass man eine Investition, die nachher wieder 30 Jahre eigentlich quasi müsste sich amortisieren, jetzt falsch macht. Und das Gleiche gilt mit den Dächern. Es kann doch nicht sein, also eine Solardachpflicht, das ist selbstverständlich. Ich komme jetzt wir sind in Baden-Württemberg, die Grünen jetzt hier unsere Counterparts besuchen. Wo an der Regierung sind. Wo sagen, dass sie uns keinen Strom mehr liefern im Winter. Wo sie drei Legislaturen dort an der Regierung sind. Und wo weniger links sind als sie. Und wo aber eben genau in diesen Sachen da ganz klar sind. Pragmatisch sind. Ja, pragmatisch. Das heisst, es braucht eine Solardachpflicht. Natürlich gibt es eine Solardachpflicht. Wenn sie das alles bringen, dann ist das Referendum ist klar. Und das wird wahnsinnig schwierig. Also es ist ja wirklich, ich meine, im Juni, man weiß, es ist wegen dem Benzinaufschlag ist es abgelehnt worden, Zeitnachwohlbefragung und wegen der Vorschriften. Ich meine, wenn sie mit dem Gleichen wieder kommen. Aber jetzt hat man einen Scherbenhaufen, man hat vielleicht einen Paragraph in der Bundesverfassung drin. Da können sie ja nicht zufrieden sein als Grüne. Aber eben genau, ich sage, ich glaube, wenn man es ganz konkret dann macht und wirklich über das redet, jetzt nicht über ein paar Benzinrappen, sondern darüber, wie man den ganzen Umbau macht. Wir haben es geschafft, also ich kann es nur wiederholen. Okay. Der Kanton Zürich ist Vorbild. Ist nicht links ist so. Dominiert. Der Kanton Zürich ist eigentlich ein bisschen beides. Es gibt Stadt, es gibt ja richtig, aber darum sage ich, es ist nicht so, dass wir jetzt quasi, wir haben 80% Ja gemacht in Zürich, in Winterthur und in Uster, so quasi in der rot-grünen Stadt, und haben das Land minorisiert. Sondern die Karte war grün am 28. Die ganze Landkarte vom Kanton Zürich. Und das zeigt, dass man das verstehen Menschen schon, dass man, also wenn man, und ich glaube, dass der Konflikt jetzt rund um die fossile Energie, wo der Krieg
von Russland quasi ins Bewusstsein brachten, dass das natürlich sehr viel nochmal transformiert, dass man eben auch merkt, es ist nicht nur eine Frage von der Klimapolitik, sondern es ist auch eine Frage von der Sicherheitspolitik, die Abhängigkeit so schnell wie möglich zu verhindern. Das ist ja eine Abhängigkeit von den Fossilen und es ist notabene auch eine Abhängigkeit vom Uran. Also das Uran kommt auch nicht jetzt von irgendwoher. Gibt es auch andere Quellen. Und ja. Solarzellen kommen aus China? Solarzellen kommen aus China, aber das ist eine Technik, die man auch da... Also ich meine, in Deutschland hat man sich da einfach, wie soll ich sagen, die Butter vom Brot nehmen lassen. Man hat auch vielleicht schnell dann nach China lizenziert. Und dann wissen wir ja, die sind dann relativ kreativ im Abschauen und noch besser machen unterdessen sogar amix. Aber das ist nicht eine Technologie, die man jetzt nicht auch bei uns wieder rauffahren könnte. Das ist, hingegen kann man in der Schweiz nicht Erdöl bohren. Das geht einfach nicht, oder? Fracking könnte man machen. Ja, auch das könnte man in der Schweiz nicht machen. Also, weil braucht's ja, auch beim Fracking braucht es ja irgendwelche Vorräte. Oder? Man kann jetzt, ich meine, die USA fahrt auf, macht mit Fracking, aber es ist letztlich klar, es ist auch wirtschaftlich etwas, das sich nicht rechnet. Mhm. Ob man Jahr für Jahr investiert in Wertschöpfung und damit in Arbeitsplätze in der Schweiz oder in Europa, oder ob man einfach Geld quasi in die fossilen Produktionsländer rein tut, wo verloren ist, wo nicht ein Investment ist. Das landet ja einfach in den Taschen von irgendwelchen Autokraten, von irgendwelchen Diktatoren, von irgendwelchen... Ja, also jetzt in Norwegen nicht, wenn man jetzt Gas nimmt, kann man sagen... Großbritannien und ja. Genau, ich kann ja nicht jetzt sagen, der Boris Johnson sei ein Autokrat. Aber ein Grüner. Aber faktisch ist es natürlich so, dass wir abhängig sind von vielen Ländern, wo wir... Die jetzt nicht demokratisch sind in unserem Sinne. Noch eine letzte Frage wegen der Klimainitiative, die Sie eben zusammen mit der SP machen. Und die sieht ja vor, ein Klimafonds, 3,5 bis 7 Milliarden Franken pro Jahr. Einfach, weil es mich persönlich wundert, woher kommt das Geld? Das Geld, das kommt aus dem allgemeinen Bundeshaushalt. Also aus dem Portemonnaie der Menschen auf der Straße. Richtig, weil wir sagen, also es kann doch nicht sein, dass man sagt, mit dem würden wir ja diese Massnahmen dann finanzieren, oder? Es kann doch nicht sein, dass man sagt, Bildung ist eine öffentliche Aufgabe. Das Gesundheitswesen ist partiell eine öffentliche Aufgabe. Oder die Spitäler und so, die werden von den Kantonen über Steuermittel. Das Strassennetz ist partiell, also alle Gemeindestrassen werden aus Steuermitteln gezahlt. Die Armee ist eine öffentliche Aufgabe, wo man sagt, aber quasi die Bewältigung der grössten Krise, in der wir drin sind, ist nicht eine öffentliche Aufgabe, sondern das tut man quasi eben über den Benzinpreis oder über den Ölpreis oder über Appell an Vernunft. Über Rahmenbedingungen, die dazu führen, dass die Privaten sich anders über das Internieren von externen Kosten. Ja, das sage ich natürlich als Liberaler. Ja, aber dann müssen Sie ja sagen, das Schlimmste, was passiert ist, ist eben die Diskussion, die falsche Diskussion rund um das CO2-Gesetz. Weil dort ist es ja zum Teil um Internalisierung von externen Kosten gegangen. Also dort muss man ja noch... Also, das ist eine Nebenbemerkung. Oder fürs nächste Mal. Genau. Es gibt ja immer das, was im Gesetz gestanden ist und über das, was man geredet hat. Man hat eigentlich... Das ist nie das Gleiche. Man hat über Lenkungsabgaben geredet. De facto sind die Benzinräppli sind gar nicht als Lenkungsabgabe gewesen, sondern das ist eine Vorschrift gewesen, dass man gesagt, bis wie viel Rappen dürfen die Importeure aufschlagen, um das im Inland kompensieren. Und damit sind nachher, das sind ja dann gerade die Bauern, die bäuerlichen Gebiete, die quasi dazu beiträgt, oder bäuerlich geprägte Gebiete, muss man sagen, ländliche Gebiete, die dazu beitragen haben, dass es neigt, die sind ja dann bitter auf die Welt gekommen, weil sie plötzlich gemerkt haben, die ganze Förderung von Biogas, was ja absolut intelligent ist, dass man sagt, ja, die Kühe die produzieren sowieso Methan und CO2 und dann tun wir doch das gerade noch nehmen und tun es nachher nutzen als Gas, statt einfach irgendwie verdunsten lassen. Das ist ja alles genau mit diesen Räppchen, wie ihr das finanziert. Und dann hätten wir jetzt müssen eine Notfallregelung treffen, damit die nicht völlig auf die Welt kommen. Natürlich noch mehr machen. Aber das ist eine andere Diskussion. Aber eben, ich glaube, es braucht eben einen Massnahmenmix zum Schliessen. Mhm. Es braucht Lenkungsabgaben, die Initiative
für den Klimafonds, für den Green New Deal, die will nicht die Lenkungsabgaben abschaffen, so wie wir sie jetzt haben. Es braucht Regulierung, also es braucht zum Beispiel Absenkpfad bezüglich dem Verbrauch. Verbot heisst das? Regulierung, Absenkpfad. Das liberalste von der Regulierung ist das Verbot, da gebe ich Ihnen recht. Das müssen wir auch noch diskutieren, wir haben so viel noch vor. Aber es braucht als Drittes, braucht es quasi die gesellschaftliche Investition. Und ganz wichtig, ganz zum Schluss, es soll dort nicht nur um Subventionen gehen, sondern auch um Kredit oder um Bürgschaften. Weil oft ist es so, dass schon heute, zu der heutigen Preisgestaltung, die nicht fossile Alternativen, Alternativtechnologie, in den Lebensdauerkosten, Total Cost of Ownership, günstiger ist als die fossile. Aber in der Investition am Anfang teurer. Also Beispiel Wärmepumpe, sehr viel teurer in der Investition, in der Anschaffung, über die Lebensdauer, günstiger. Und in diesem Fall soll man auch nicht mit Subventionen, mit Investitionsbeiträgen arbeiten, sondern mit Kredit oder mit Bürgschaft, dass man günstige Hypotheken kriegt, dass man sich das leisten kann, in die richtige Technologie zu investieren und kann dann über die Zeit das auch wieder zurückzahlen. Es geht nicht nur darum, einfach Geld zu verteilen, sondern es geht darum, die nötigen Investitionen möglich zu machen. Grossartigen Abschluss. Aber wir haben noch so viele Themen zu diskutieren, vielleicht für ein anderes Mal, Balthasar Glättli. Vielen Dank für den Besuch und die Debatte. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann einen Daumen da lassen, auf ein Abo klicken. Und auf irgendeine Glocke da unten, glaube ich, und wieder einschalten, wenn es wieder darum geht, eine politische Diskussion zu führen aus dem Café Federal gegenüber vom Bundeshaus. Merci vielmals fürs Zuschauen. Schönen Tag.